Let's go, bitch. Es ist Freitagabend, Freunde, komm vorbei. Bring irgendeine neue chemische Scheiße mit. Ja, irgendeine Zeug auf dem Markt. Was ist denn das? Das weiß ich nicht. Naja, schmeißt uns alle etwas ab und rein jetzt haben, was passiert, ja. Über eine Stunde später hat noch keiner was davon gespürt, ja. Aber ich schmecke nur ein bisschen so wie Seife von der Spüle. Weiße Lücken, ganz vom Frühstück weg und gehen los. So zum Job muss ich meinen, darauf kriegen sie ja alles richtig gut. Mein Leute wird davon beim Kastel übel. Kein Problem, die Lösung dafür ist ein riesengroßer Dübel. Mach mal richtig fetten Zug, fetten richtig tiefen Zug. Wetten, danach geht ihr wieder mega fresh, gut, yeah. 20 Minuten später kommen wir in der Runde irgendwie immer noch nicht so richtig auf das Thema. Na dann ist doch alles klar. Alles klar, bauen wir nach. Yeah. Tja, und jetzt? Kein Plan. Nix? Gar nichts? Und du? Auch nicht, ne? Na dann, bauen wir nochmal nach. Die sechste Dimension, ob das nicht alles ist, ist gleichartig, aber ich hab die Breite an. Ich ruf vielleicht doch ein bisschen zu leid. Heute ich nur mal drauf, das wäre mein Zuse, weil man schon was kann. Ist an einem Moment für sich jeder wie auf der Rakete. Luft im Zimmer, sie bleibt nicht aus wie Tiere. Naja, so ähnlich. Vielleicht ein bisschen mehr symmetrisch, keiner weiß mehr, wie spät es ist, yeah! Ja, man kann auf dem Schild irgendwie so richtig geil alles blicken, allgemein, du musst mal unbedingt auf so einem Trip ficken, du kannst alles machen, der Gesichtsausdruck ist bei manchen so heavy, von dem Labor-Experiment mit deinem Tag, falsch gezüchteten Primaten und von Psychopathen, die völlig verplant und oh, nichts mehr checken, die Tage später stehen die im Park und reden mit dem Baum, Ich fühle mich aber ein wenig, als wäre das also ein Traum. Nur ein Traum. Klaus macht seine Augen auf und glaubt nicht mehr so fest daran, er sei eigentlich eine Frau. Steht endlich vom Boden auf. Steht endlich vom Boden auf. War das so? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich weiß nicht mehr so genau. Langsam kommen die Lübe davon schon wieder da und her. Alles klar. Nach. Oh, hast du noch Kippen? Gib mir ein Stück von deiner Flasche. Wer merkt nach Pisse, ist ziemlich wahr. Die Sonne brüstelt heute richtig hart. Warum lutsche ich jetzt ein Pimmel und du lächst mein Dach? Keine Ahnung, macht irgendwie Spaß. Lass es auch bei dir gerade noch. Ja,